Willkommen zurück zu Let's Play, der erste Kaiser. Wir sind wieder da, begeben uns jetzt in die nächste Stadt nach Hau. Hau war die letzte Stadt, die wir fertig gemacht haben und eigentlich hatten wir das nächste Szenario ja wenigstens schon mal angeguckt, aber ich habe nochmal geladen an dem Punkt, wo wir gewonnen haben, um dann die Mission noch einmal zu hören, jetzt für den Anfang der Folge. Ein wertvoller Schatz verbirgt sich unter den Hügeln um Anji, denn dort liegen unterirdische Vorkommen von Salzlake versteckt. Wenn die Lake an die Oberfläche gepumpt und in Kesseln über großen Feuerstellen verdampft wird, erhält man kristallisiertes Salz. Das ist sicher ein Geschenk des Drachen. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung die Kontrolle über dieses lukrative Gewerbe übernimmt, damit mehr Menschen den köstlichen Geschmack genießen können, den das Salz den täglichen Speisen verleiht. Gehen Sie nach Anji, suchen Sie die Salzvorkommen und bauen Sie Salzminen. Handeln Sie mit den fernen Städten des Chu-Reiches, denn die meisten haben bereits Geschmack am Salz gefunden. Ein Geschmack, der nicht leicht befriedigt werden kann. Keramiken und Bronze können aus Hao importiert werden, da die Hügel von Anji trotz ihres vielfältigen Reichtums nicht über diese Rohstoffe verfügen. Genau, und das wird schwierig, denn ohne Bronze werden wir natürlich nicht einfach so Waffen herstellen können. Heißt, wir müssen uns um den Import und Export kümmern. Wir stellen die Geschwindigkeit runter, fangen erstmal an, unsere Gebäude mit hinzusetzen. Wir haben uns im letzten Part schon die Karte angesehen. Hier gibt es die Salzvorkommen, die sind so im Boden versteckt. Wir haben außerdem die Möglichkeiten, hier natürlich alles mit anzupflanzen und die Leute gedeihen zu lassen. Wir müssen uns gleich am Anfang um den Import und Export kümmern. Es gibt wieder Jagdmöglichkeiten, das heißt auch Fasane, glaube ich, sind das. Jo, können wieder geholt werden. Tut. Hier oben ist nicht so viel los. Na gut, dann fangen wir an. Ohne große Belange einfach mal eine Stadt hinsetzen. Das wird doch einfach. Hatten wir schon so oft hinter uns gebracht. So, die Stadt wird einfach mal hier hochgezogen. Stellen schon mal Häuser mit ran. Ja, wir könnten die nach oben hinziehen. Das wäre schon völlig in Ordnung. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Teilweise sind sie zu weit von der Straße entfernt. Das ist nicht schlimm. Klappt ja trotzdem. 1, 2, 3. 1, 2. Funktioniert. Hier kommt jetzt das erste Wohngebiet hin, sprich auch gleich ein Marktplatz. Das freut mich sehr und diesmal werde ich auch mit normalen Straßensperren arbeiten und die Wohngebietsmauern dann lieber woanders hinziehen, das ist völlig okay. So, wir brauchen außerdem den Marktplatz selber, um schon mal alles in Ruhe planen zu können. Weitere Gebäude, die überall stehen. So ist schön. Auch auf dieser Seite. Wenn es dem Chi nicht entspricht, dann ist das halt so. Da werde ich mich jetzt nicht mehr umdrehen. Um zu gucken, ob es funktioniert. Das ist völliger Blödsinn. Das hat ja eh keinen Sinn, so wie es aussieht. Einen Ziehbrunnen und einen Kräuterkundigen sowie einen Ahnenschrein. Okay. Ja, die Farmen. Die Farmen müssen wir gucken, wo wir die hinstellen. Auf jeden Fall müssen wir nach hier unten noch unser Gebiet erweitern. Oder wir werden die ganzen Handelsposten dann hier unten auch gleich mit hinbauen, dass das nicht so weit weg ist von allem. Aber es muss eben auch Keramik hierher geliefert werden, sonst wird es schwierig. Wir können nicht viele Forts haben. Gerade mal genug, um uns zu verteidigen. Nicht um andere zu beschützen, das ist schon mal wichtig. Benötigte Mitarbeiter. Nein, wirklich? Ist ja cool. Einen Wachturm brauchen wir ebenfalls, dass die Leute nicht am Rad drehen. Okay. Sehr gut. Musikschule, ja, könnten wir auch noch mit hinbauen. Die kommt aber woanders hin. Dort, wo sie keinen nervt. Ich bin am Überlegen, wir könnten noch ein weiteres Wohngebiet dann hier unten mit hinsetzen. Das würde ja passen, dann stellen wir die lieber hier oben mit hin. So, und auch noch einen weiteren Ingenieursposten. Inspektorenturm.
Gut, das steht soweit. Jetzt lassen wir erstmal Leute einziehen in unsere Stadt, werden uns gleich mal um Getreide und so weiter kümmern, je nachdem, was die brauchen zum Essen. Heißt, Bauernhäuser müssen her. Und wir werden uns erstmal um Kohlfelder und Hirsefelder kümmern oder eben Jägerzelte fertig machen. Um die Leute dann auch passend zu versorgen, brauchen wir eine Mühle in der Nähe. Mühle, Mühle, Mühle. Mühle war bei Handel, genau, dort ist sie. Kommt dort mit hin. Und beherbergt Fisch, Kohl, Wild, Hirse, Reis und Weizen sowie Salz. Salz werden wir auch noch abbauen, das klappt alles. Dann kommen die Bauernhäuser. Hier müssen wir schon vorsichtiger sein, die könnten von überall her angreifen, die Bösewichte. 1, 2, 3, machen wir 4 oder 5. Ne, warte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird ein Kohlfeld, ein riesiges Kohlfeld. So ist schön. Eine weitere Sperre mit hin, dass die da auch ja nicht langlaufen. Und einen weiteren Ingenieurposten. Guti, die Stadt benötigt mehr Arbeitskräfte. Ist ganz klar. Werden wir jetzt auch erstmal zuführen. Wir werden uns auch gleich um Hanf kümmern. Sicher ist sicher, eine Hanffarm. Den haben wir da schon mal hinter uns gebracht. Frage ist, wo stellen wir die jetzt noch hin? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, die könnte hier mit stehen, das ist okay. Erstmal reicht eine Hanffarm aus. Dann auch gleich eine Sperre hier mit hin, dass die da wirklich hier nur langläuft, da wo er hin muss. Und wir brauchen noch ein Lagerhaus für die ganzen Hanfpflanzen. Das kommt dann hier mit hin. Nichts annehmen außer Hanf. Und davon 16. Gut. Hier sind noch Salamander unterwegs. Da müssen wir vorsichtig sein. Das könnte jederzeit zu Ärger führen. Dann bauen wir auch gleich. Alles für den Handel auf. Wir brauen alles auf. Mit Khufu und Anyang. Khufu selber möchte Salz und Bronzewaren haben, sowie Hirse, verkauft uns Jade. Und Anyang möchte Holz, Wild und geschnitzte Jade haben. Wir werden also Jade einkaufen, Jade dann wieder fertig gemacht verkaufen und zusätzlich noch Salz an Khufu verkaufen. Dann wird alles wunderbar laufen. Dafür müssen wir erstmal die Saline in die Wege leiten. Also schon mal eine Brücke bauen, für den Fall, dass wir sie benötigen. So ist schön. Wenn wir denn auf der anderen Seite sind, werden wir sämtliche Gebäude hier mit hinstellen. Wir können jetzt auch auf die Jagd gehen, das ist schon mal praktisch. Und Holzsammelstellen sind, glaube ich, auch mit im Angebot. Rohmaterial, ja. Holzsammelstelle, wunderbar. Ja, wir warten erstmal auf weitere Leute. Jetzt müssen die erstmal kommen. Und das oberste Gebot ist natürlich weiterhin, dass die Landwirtschaft die höchste Priorität genießt. Eventuell sollte ich tatsächlich noch ein weiteres Wohngebiet hier mit hinbauen. Sicher wäre sicher. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwann größere Gebäude benötigen. Residenzen. Wir brauchen aktuell 126 Arbeitskräfte. Ich denke mal, die ersten 100 Leute wird kein Problem sein. 30 haben wir jetzt. Aber da sind nicht viele Arbeitskräfte hinzugekommen. Die Landwirtschaft genießt natürlich die ersten Arbeitskräfte, bevor es überhaupt an andere Dinge geht, im Handel oder sonst irgendwo.
Neue Einwohner strömen herbei. Kommt erstmal rein in die Stadt, sorgt dafür, dass wir wenigstens ein bisschen was produzieren und dann können wir uns später um andere Dinge kümmern. Wir speichern an dieser Stelle mal. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber das ist okay. LP04. 98 Arbeiter haben wir noch nötig. Das ist okay. Wir werden wahrscheinlich auch Salz in die anderen Städte liefern müssen als Forderung. Deswegen sollten wir uns auch relativ früh an Salz wagen. Bevölkerungszahl erreicht 100 Personen. Ja, gerade mal 30, 40 Arbeitskräfte bekommen. Es fehlen immer noch sehr, sehr viele. Überall ist noch Platz für weitere Personen. Der Kräuterkundige ist auch da, kann dann auch bald rumgehen. Die Zisterne wird auch bald ihre Leute bekommen. Wenn wir dann wenigstens fades Essen haben, dann haben wir wenigstens eine Nahrungsmittelart, die die Leute brauchen, um wieder weiter zu wachsen. Später können wir dann noch weitere Bauernhäuser bauen, sollten die erstmal ausgebaut sein hier. Vielleicht hätte ich wirklich gleich mit zwei Wohngebieten anfangen sollen. Das wäre bestimmt besser gewesen. Wir können jederzeit neu laden, das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte jetzt bloß erstmal warten, bis wir ein paar Arbeitskräfte haben. Alles andere kann später erfolgen. Gut, die Arbeitskräfte sind offensichtlich vollständig. Das ist gut, zumindest in der Landwirtschaft. Alles andere geht jetzt in die restlichen Gebäude. Der Kräuterkundige hat auch schon seine Arbeit aufgenommen, das ist schön. Je mehr Leute wir haben, desto besser wird es auch. 57 Arbeiter sind noch nötig. Eingestürztes Gebäude, das war klar. Ich brauche eine neue Mühle. Wir brauchen noch 50 Arbeitskräfte. Das sind sehr, sehr viele. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Wasserversorgung nicht unbedingt die größte ist. Hauptsächlich haben die sich erstmal um die Wachtürme und alles gekümmert. Ist auch wichtig, ja. Kommen wir gar nicht drum herum. Aber das, was wir aktuell an Einwohnern haben, wird nicht ausreichen, um unsere Bedürfnisse zu decken. Wir haben jetzt 42 Arbeiter noch nötig. Da ist nicht einer drin. Die Inspektorentürme haben alle 5. Hier ist auch nicht einer drin. Nee, das reicht nicht aus. Okay, Datei laden. LP04. Und dann werden wir uns, warte mal noch, Geschwindigkeit wieder runterstellen, um ein weiteres Wohngebiet kümmern. Es geht nicht anders. Da müssen wir jetzt durch. Stellen wir auch weiter nach oben, dass die sich gar nicht ins Gehege kommen hier. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt noch eins hin. 8. Ein weiterer Marktplatz, wo ist der? Einfacher Marktplatz, genau. Und wenn ich mich nicht irre, reicht das eigentlich aus? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, nee, schon richtig, okay. Bevölkerungszahl 100 wieder erreicht, Gott sei Dank. Machen wir so, dann passen hier noch weitere Leute hin. Und die Straßensperren kommen einmal hier ran und einmal dahin.
So, dann müsste das funktionieren. Wir warten erstmal, bis wir einen weiteren Inspektorenturm bauen, denn wir haben ja gesehen, dass der automatisch gleich die Leute einfasst. Das ist nicht ganz so gut. Geschwindigkeit wieder hochdrehen auf 70. Gewerbe. Nimm mal erstmal noch den Betrieb von Landwirtschaft auf eine mittlere Priorität. Dass alle so ein bisschen versorgt werden mit Leuten. Sodass das hier oben nicht einstürzt. Genau, dann sparen wir uns das. Das ist schon mal gut. Und die Wasserträger sind auch unterwegs und werden dafür sorgen, dass diese Gebäude größer werden. Brauchen wir aber auch mehr Bauernhäuser. Bei all den Leuten, die wir gleich versorgen müssen, die werden wieder eins nach dem anderen versorgen, sodass wir erstmal eine Bevölkerung größer machen und dann die andere. Ja, und dann geht's los. Dann müssen wir hier runter. Bin sehr gespannt, wie die Leute hier hinkommen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, das alles so ein bisschen frei zu räumen. Ich glaube schon, einen Weg zu sehen. Tut, tut. So sieht es ganz gut aus. Dann können wir das alles hier vorne nämlich mit hinstellen. Sehr schön. Die Salinen könnten wir eigentlich hier oben positionieren. Und die Lager dazu hier unten, zusammen mit den ganzen Handelskarren, denn die Leute müssen ja auch hier irgendwie herkommen. Eine weitere Straße. Ziehen wir dann von hier aus runter, dass die auf der Straße dorthin laufen können. So ist gut. Läuft. Die sind jetzt auch größer, jetzt passen mehr Leute rein. Wir haben 39 Arbeiter nur noch nötig. Wir werden schon mal weitere Bauernhäuser errichten. Frage ist, wohin? Wir müssen ja auch immer aufpassen, dass die Attraktivität, sprich das Chi oder Chu oder wie auch immer, immer im Fluss ist. Ich habe das jetzt mit Absicht einen weitergebaut. 5, 6, werde ich gleich erzählen, warum. Nämlich, damit ich noch einen Weg hindurch habe. Auch wenn ich glaube, dass unsere Armeen dadurch laufen können. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem. So. Machen wir das so. Und gleichzeitig so mit einer Sperre. Damit wir hier noch Gärten mit hinsetzen können, machen wir es lieber so. Außerdem kommt eine Sperre hier oben mit hin. Und hier. Und dann bauen wir noch einen weiteren Inspektorenturm. Tja, der kommt damit hin. Stadtgesundheit Tendenz sinkend, ist klar. Wir haben hier jetzt auch noch nicht für Gesundheit gesorgt, auch noch keinen Inspektorenturm. Den werden wir jetzt erstmal errichten. Wenn es denn geht. Geht nicht, dann kommt er irgendwo hin. Eine weitere Zisterne, einen weiteren Kräuterstand. Ja, ist alles notwendig. Ein notwendiges Übel. Auch wenn ich mir das am Anfang schon anders gewünscht hätte. So, eine weitere Sperre, dass der da nicht langläuft. Wie sieht's aus mit aktuellen Arbeitskräften? 47 sind noch nötig, das ist okay. Wir haben schon mal Wasserträger, die durch die Gegend laufen und das ganze Wasser an die Bevölkerung bringen. Damit wachsen die Gebäude wieder. Kohl wird angepflanzt und auch hier wird ein bisschen was angepflanzt. Es fehlen allerdings noch ganz viele Arbeitskräfte. 45, um genau zu sein.